Wenn man von Köln nach Zürich in die Schweiz kommt, da muss es doch sicherlich einen guten Grund geben. Und heute wollen wir das mit Letizia anschauen. Sie ist als Journalistin von Köln in die Schweiz eingewandert. Hallo Letizia. Hallo. Und wir wollen heute die Gründe, was Ihre Arbeit eigentlich hier ist, alles besprechen. Also wenn euch sowas interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dran. Jetzt geht's los. Let's go. Hallo und herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Ich bin froh, heute mit einem Ehrengast hier zu sein, eine Journalistin aus 20 Minuten. Hallo Letizia. Dankeschön für die Einladung. Wie geht's dir? Mir geht's gut, dankeschön. Ja, schön, dass du zur Verfügung stehst. Heute wollen wir, du bist ja auch Deutsche, bist in die Schweiz eingewandert, 2023, so viel ich verstanden habe. Und wir wollen natürlich heute verschiedene Fragen stellen, wie es dazu gekommen ist, was deine Ambition war, wie du dich hier fühlst, was sind die kulturellen Unterschiede, was hat dich so in den letzten Monaten ein bisschen schockiert, so als Thema. Und natürlich, du hast eine Kolumne, die du auch bei 20 Minuten schreibst, ich komme nicht drus, und wir wollen sehen, ob du immer noch nicht drus kommst oder ob das Themen sind oder viele Punkte sind, wo du jetzt in der Schweiz wirklich als Expertin giltst. Ja. Lasst uns direkt starten. Vielleicht als Erste stell dich mal kurz vor, wie die Leute, die noch nicht kennen. Ja, ja, ich bin Letizia Vecchio. Ich komme aus Köln. Ich bin 31 Jahre alt und ich lebe jetzt seit anderthalb Jahren mittlerweile in der Schweiz. Anderthalb Jahre, ne? Ist das schon die erste Periode, schon, die man hinter sich hat? Ne? Ja, finde ich, kann man schon so sagen. Ja. Also für viele ist es überhaupt nicht lang. Wenn ich das erzähle, sagen immer alle, hey, das ist ja noch super frisch. Aber ich habe jetzt noch nie so lange im Ausland gewohnt. Deswegen finde ich, ist es schon eine Zeit, ja. Also geboren in Köln und aufgewachsen in Köln, die ganze Zeit? Genau. Allerdings war ich immer mal wieder in Italien. Also ich habe zum Beispiel ein halbes Jahr in Siena in der Toskana studiert. Und dann war ich zweimal in Südtirol, also auch im Norden von Italien, okay, für ein paar Monate. Ja. Aber jetzt nicht richtig ausgewandert. Ja, ja. Und vielleicht kannst du ganz am Anfang, ich denke mal, das ist der Hauptgrund, wo viele natürlich auch zuschauen. Was hat dich so animiert zu sagen, ja, ich möchte jetzt weg aus Köln? Also Köln verlässt man nicht einfach so, nicht? Also die Leute, die in Köln sind, die sind große Fans von Köln, die wollen nicht unbedingt weg. Was ist da so der Grund gewesen, wo man gesagt hat, nee, also ich versuche es mal woanders? Ja? Ja, also der Grund ist eigentlich ganz einfach. Mein Freund, der hat halt auch schon 10 Jahre in der Schweiz gelebt. Okay. Und wir haben uns damals kennengelernt, als er noch hier gewohnt hat. Es kommt aber auch aus Köln, muss ich dazu sagen. Okay. Und dann haben wir uns beim Kölner Karneval kennengelernt und dann dachte er... Wo sonst, oder? Ja, wo sonst, genau. Und dann hat er gesagt, hey, ich ziehe zurück nach Köln. Und dann haben wir halt 3 Jahre lang in Köln gewohnt. Und irgendwie hat ihn die Schweiz aber nie losgelassen, so richtig. Also er hat es immer vermisst. Und ich fand es auch super schön, weil ich habe ihn in der Anfangszeit, als wir uns kennengelernt haben, hier oft besucht und fand Zürich von Anfang an toll. Und dann, ja, hat er irgendwann ein Jobangebot bekommen, wieder aus der Schweiz. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann probieren wir es einfach nochmal. Ja, genau. Also wegen der Liebe in die Schweiz gekommen, kann man so ein bisschen genau sagen. Oder gemeinsam dann genau, in die Schweiz gemeinsam gekommen. Dann in die Schweiz gekommen, ja. Ja. Und wie ist das so gewesen? Also er hat einen Job angenommen und dann seid ihr erstmal hergekommen und dann hast du gesucht oder hast du proaktiv was gesucht? Oder? Das ist oft auch der Punkt, ne, von Leuten, irgendeiner muss ja den Schritt machen, nicht? Mhm. Beide sind animiert. Dann findet einer einen Job, was passiert mit dem zweiten? Kommt er sofort nach, findet den Job oder wie macht man das? Oder wie habt ihr es gemacht? Ja, das war am Anfang tatsächlich so ein bisschen die Sorge, dass ich nicht wusste, ob ich was finde. Und ich habe auch einige Bewerbungen geschrieben. Ja, und dann, also das habe ich alles noch von Köln aus gemacht. Und dann habe ich halt irgendwann von 20 Minuten den Rückruf bekommen und bin dann zum Probearbeiten tatsächlich vor dem Umzug. Das muss man sogar. Genau, okay. Zum Probearbeiten bin ich hier hingefahren, also nach Zürich. Und habe dann die Zusage bekommen und dann war ich sehr erleichtert, oder wir beide waren erleichtert, dass ich dann halt direkt mit einem Job hier starten konnte. Also an einem Punkt, wo beide hergekommen sind, habt ihr beide dann einen Job im Wohnung bekommen. Genau. Ja, und das war halt auch irgendwie für mich halt toll, weil das direkt unbefristet war. Also das habe ich jetzt in Deutschland zum Beispiel noch nie gehabt, dass man direkt einen unbefristeten Arbeitsvertrag bekommt. Bei eurem Beruf, oder? Genau, ja. In meinem Beruf ist es eigentlich nicht so die Regel, zumindest in Deutschland nicht. Ja, und vielleicht kannst du den Leuten noch kurz erklären, 20 Minuten, was ist das hier in der Schweiz? Ja, 20 Minuten ist das schnellste und größte Newsportal der Schweiz. Und jeder, der mal mit der Tram gefahren ist, zum Beispiel in Zürich, der kennt das. Das sind diese blauen Kästen, die überall rumstehen. Und da findet man halt unsere Printausgabe. Die ist gratis, also man kann sie einfach mitnehmen. Ja.
Und wir haben natürlich auch eine App, also eine, ja, eine Website, wo wir dann auch die News halt dann versuchen in Echtzeit ja, zu transportieren. Ja, ja, interessant. 20 Minuten ist natürlich, kann man das vergleichen mit einer Zeitung in Deutschland? Gibt es da irgendwie so ein, was nee. Ähnliches? Also es gibt ja Blick und Bild, kann man ja vergleichen. So bei 20 Minuten, gibt es da so was Ähnliches in Deutschland? Nee, würde ich nicht gibt's sagen. Gibt es nicht, ne? Ich wüsste auch nicht, was das ungefähr gleich ist. Nee. Und ja, 20 Minuten, also wir haben sehr, sehr viel gelesen von Leuten, die unterwegs sind, von der jungen Generation sicherlich auch stark. Und da hast du ja eine Kolumne, die du schreibst. Ja? Genau. Wie ist es dazu gekommen, dass du dich dann ein bisschen fokussiert hast auf ja, du selber in der Schweiz und wie du dich fühlst? Ja? Also das heißt ja, ich komme nicht raus, also ich komme nicht raus, was hier passiert. Kommst du jetzt raus nach anderthalb Jahren oder wie ist das Gefühl? Ja, mal so, mal so. Also vielleicht gehe ich erst auf die erste Frage ein, wie ich überhaupt darauf gekommen bin. Also ich war schon mal in Südtirol für ein Praktikum, journalistisches Praktikum, und da habe ich auch eine Kolumne geschrieben. Und da ging es eigentlich um das Gleiche, wie ich mich in fühle. Österreich. Genau, in Italien. Ah, in Italien, okay. Genau, genau. Und das kam halt irgendwie total gut an. Und die Leute haben es super gern gelesen, weil die diesen Blick von außen einfach geschätzt haben. Und mir halt Sachen aufgefallen sind, die überhaupt nicht mehr, ja, die denen nicht aufgefallen sind, weil sie halt jeden Tag damit konfrontiert sind und da so ein Gewöhnungseffekt eingesetzt hat. Und dann dachte ich, hey, das wäre eigentlich auch ein cooles Format für 20 Minuten. Und ich bin jetzt wieder in der Rolle der Ausländerin und beobachte Sachen und ja, so ist das dann entstanden. Also so ein bisschen so ein Tagebuch, Dokumentationstagebuch. Und so die Relation zwischen Schweiz und Deutsche, oder? Genau, genau. Also immer, wenn mir irgendwas auffällt, was ich halt irgendwie im Vergleich zu Deutschland jetzt bemerkenswert finde, dann versuche ich das halt auf so möglichst lustige Art zu erzählen. Und es soll halt auch unterhalten. Es soll jetzt nicht irgendwie ja einfach nur so streng erzählt sein, sondern halt ja vielleicht irgendwie die ein oder anderen Eigenarten der jeweiligen Kultur so ein bisschen auf den Arm nehmen. Ja. Ja, okay. Und die zweite Frage war ja nach anderthalb Jahren, wie ist so das Gefühl? Ne? Ja, also es ist, ich komme auf jeden Fall jetzt mehr draus als am Anfang. Ja, also ich glaube, ich habe mich schon doch echt mehr dran gewöhnt. Ja. Allein, dass ich jetzt auch das Schweizerdeutsche jetzt, würde ich sagen, schon komplett verstehe, zumindest wenn ich jetzt in Zürich bin. In Bern habe ich jetzt irgendwie mehr Mühe. Und auch die kulturellen Unterschiede, dass ich das besser einschätzen kann. Also ich glaube am Anfang, ich glaube, das machen viele Kölner auch, wir sind halt sehr extrovertiert. Und wenn wir Fremde auf Fremde zugehen, dann wahren wir nicht so viel Distanz, sondern tun halt direkt so mit jemandem, als würden wir es schon ewig kennen. Ja. Und das ist in der Schweiz nicht so. Und den Fehler habe ich halt irgendwie am Anfang gemacht und war immer irritiert, dass mein Gegenüber irritiert war von mir. Ja, und das habe ich jetzt, glaube ich, so ein bisschen besser drauf. Okay, das heißt, du gehst erstmal ein bisschen Distanz rein, oder? Genau, und halt also so natürlich höflich und freundlich, wie die Schweizer halt auch immer sind. Ja. Aber jetzt nicht so direkt, dass ich halt irgendwie ja so tue, als würde ich denjenigen schon lang kennen. Ja, ja. Also für die Integration, sag mal, veränderst du schon ein bisschen dein Verhalten? Ja, absolut. Muss man machen, ne? Ja, voll. Ja. Ja, vor allen Dingen, weil, also ich glaube, ich bin schon jemand, der zu manchen Sachen eine sehr starke Meinung hat und die dann relativ schnell kundtut. Und dann versuche ich mich halt auch jetzt zurückzuhalten. Ja, 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 ja. Okay. Ja, vielleicht kannst du noch ein paar andere Geschichten so vom täglichen Leben. Also was ist dir so am Anfang aufgefallen, was dich so ein bisschen überrascht hat? Gestört nicht, aber mehr eine Überraschung, ja? Und wie du dich dann an diesen Situationen dann angepasst hast. Ne? Ja, zum Beispiel, du hast, glaube ich, in der Kolumne in deinem Artikel geschrieben, du willst eine gute Ausländerin sein. Ja, so genau. Ja? Ja, ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass ich halt von verschiedenen Leuten gebrieft worden bin, dass ich wirklich mich zurückhalten soll, weil es immer hieß ja, Deutsche sind halt in der Schweiz jetzt nicht so die Gruppe, die am sympathischsten rüberkommt. Mhm. Und natürlich möchte man, oder ich zumindest, wenn ich jetzt in ein fremdes Land ziehe, möchte ich mich anpassen kulturell. Mhm. Und deswegen habe ich dann halt versucht, nicht so direkt zu sein. Mhm. Was Deutschen ja immer vorgeworfen wird, ist, dass sie zum Beispiel im Restaurant oder beim Bäcker sagen, ich bekomme oder sowas. Sowas
also das würde ich eh nicht sagen, aber habe ich immer darauf geachtet, dass ich sage, ich hätte gerne solche Sachen oder schweizerdeutsche Begrüßungen, dass ich gesagt habe, Grüezi oder, oder Ade oder solche Sachen halt, ne, dass ich mich da versucht habe anzupassen. Ja. Genau. Und was mich am Anfang irritiert hat, war, was ich halt eben schon gesagt habe, dieses, dass die Leute eher so ein bisschen zurückhaltender sind. Das ist einfach der kulturelle Unterschied, den man einfach beachten muss. Ja, ja. Genau. Und sonst hatte ich aber, also sonst war ich, glaube ich, eher immer wieder fasziniert davon, wie schön das ist hier und wie gut alles funktioniert. Und ja, das fand ich eigentlich schon sehr schnell recht toll. Also es ist schon ein kleiner Lernprozess, den man gehen muss, oder? Um auch zu verstehen, wie, ich sage immer, wenn man zum Beispiel neu in eine Firma muss, man beobachtet erst, dann versucht man natürlich mit in dieses Leben mit reinzugehen. Und viele machen natürlich den Fehler, so zu bleiben, wie sie sind. Ja? Und das ist vielleicht so ein Clash dann, wo es dann passieren kann. Ja? Ja, also ich will auch nicht sagen, dass ich da jetzt perfekt drin bin. Ja. Also ich glaube, manchmal müsste ich wirklich eher ein bisschen aufpassen, einfach immer meine Meinung kundzutun. Ich meine das ja auch nicht böse. Aber auf viele wirkt das dann halt einfach schon zu direkt und ich merke das dann gar nicht. Ja. Und der Schweizer spricht halt eher wirklich eher durch die Blume. Also beispielsweise, dass halt gesagt wird, ich hätte Freude daran, wenn, oder ich wäre froh, wenn, so, also solche Ausdrücke. In Deutschland sagt man, okay, mach das und das. Und dann ist es auch überhaupt gar keine Beleidigung. Also dann ist es klar, ja gut, natürlich mache ich das. Ja. So. Ja. Vielleicht zu der Arbeit, zu dem Arbeitsstil. Ja? Mhm. Du hast ja in verschiedenen Redaktionen auch in Deutschland gearbeitet. Jetzt hier in der Schweiz, der größten Zeit, also einer der größten Zeitungen hier. Was ist so der Arbeitsstil, die Differenz? Ja? Einerseits im Verhältnis zu dem Chef und mit den eigenen Mitarbeitern. Auch eine Distanz, duzt man sich, ist man schnell miteinander, geht man mal einen Kaffee trinken, schnell aus, Pause machen. Also hast Gipfeli mitgebracht am ersten Tag? Ja, am ersten Tag nicht, aber irgendwann schon, ja. Nein, es ist, ich glaube, dass das hier weniger hierarchisch ist als bei uns und dass es irgendwie, dass jeder halt einfach auch mitdiskutieren kann, dass das halt auch geschätzt wird und ich hatte eigentlich schon das Gefühl, dass mir sehr schnell Sachen zugetraut worden sind und ich sehr schnell halt irgendwie mich unter Beweis stellen konnte und das fand ich schon cool. Und dann gewinnt man auch dieses Vertrauen, oder? Ja, voll, genau. Dann hat man auch das Gefühl, hey, ich hatte jetzt ein Erfolgserlebnis, mega cool und ist dann auch gleich viel motivierter. Ja, ja, das stimmt. Welche Tipps gibt es den Leuten, die wie ist vielleicht erstmal das Verhältnis mit der Community von Deutschen in der Schweiz? Hast du Relation zu denen oder hast du mehr Kontakt mit Schweizern? Wie ist so bei dir persönlich? Ja, also es ist wirklich schon so, wie alle sagen, dass das irgendwie nicht so leicht ist. Ja. Also ich kenne hier, also ich habe hier schon beispielsweise eine Arbeitskollegin, mit der ich regelmäßig was mache, die ist auch Schweizerin und ich verstehe mich auch gut mit den Leuten auf der Arbeit und so, aber das halt, also es ist eher selten, generell auch im alltäglichen Leben, dass mir jetzt gefragt wird, hey, sollen wir mal was machen oder so. Und dadurch, dass mein Freund halt hier schon noch Schweizer Freunde hatte, war es halt so ein bisschen leichter, weil man dann halt nicht komplett alleine war am Anfang und dann schon so wie ein Netzwerk hatte, auf das man zurückgreifen kann. Aber die Leute, die ich jetzt persönlich kenne, die kenne ich teilweise noch aus der Schule. Die sind auch dann in der Schweiz zum Beispiel. Oder aus anderen Kontexten. Und das sind meistens keine Schweizer. Ja. Ja. Aber da gibt es tatsächlich Leute, mit denen du auch in der Region in Köln umgehst und die jetzt auch in der Schweiz sind? Okay. Ja. Spricht dich das da rum oder komm auch? Nein, oder? Ich glaube, das war einfach nur ein Zufall. Ja. Zufall, ja. Genau. Also ihr seht schon, man merkt auch klar, so der Trend, dass viele sich natürlich die Gedanken machen, ist das, wo will ich meine Zukunft natürlich haben? Und viele kommen natürlich wegen der Sprache natürlich auch in die Schweiz, das ist ja klar. Es kommt ja Österreich, denkt man nach Schweiz oder man wandert komplett in ein anderes Land dann. Ne? Vielleicht, also Gemeinschaft, Integration haben wir ja besprochen. Du hast gesagt, wenn man schon jemand hat, ist es deutlich einfacher. Aber was würdest du den Leuten als Tipp geben, wenn man noch gar nicht irgendeinen Bezug hat. Ja? Man findet einen Job, okay, dann kommt man her. Wie geht man vor? Was sind so die Steps, die du empfehlen würdest?
Ja, ich glaube, das würde ich überall wahrscheinlich ähnlich machen, oder? Also dann erstmal schauen irgendwie auf der Arbeit, ob ich, genau, ob ich da jemanden sympathisch finde, ob man irgendwie sich regelmäßig austauscht und dann halt irgendwie diesen Übergang schaffen mit, sollen wir uns auch mal irgendwie so auf einen Kaffee treffen zum Beispiel. Ja. Oder ansonsten vielleicht über den Sport das machen, das ist eigentlich auch immer, glaube ich, eine gute Gelegenheit. Also viele haben ja auch, ich habe eine Kolumne geschrieben, was Freunde finden in der Schweiz. Okay. Und viele Leute haben mir dann geraten, dass ich zum Beispiel in einen Verein gehen soll oder so. Das habe ich jetzt aber zum Beispiel noch nicht gemacht. Aber vielleicht, wenn man ein Hobby hat, was irgendwie vereinstauglich ist, dann ist es wahrscheinlich auch eine gute Lösung. Und generell, finde ich, sollte man immer versuchen, offen zu sein und hier auch einfach zu zeigen, dass man das schätzt. Ja. Also, dass man einfach die Kultur schätzt, dass man das Land schätzt. Also ich versuche zum Beispiel auch auf der Arbeit manchmal so ein bisschen Schweizerdeutsch zu sprechen, aber nicht, um mich darüber lustig zu machen, auf gar keinen Fall, sondern als Zeichen meiner Integration. Ja. Und das finden halt viele irgendwie so lustig bis sympathisch. So. Ja, genau. Und, genau. Ich denke auch, sympathisch kommt das rüber. Genau. Wenn man es natürlich vielleicht mit der Akzentuierung nicht speziell macht. Also. Ja. Aber ich denke auch so, danke, grüezi und so weiter. Genau, das sind die typischen Sachen. Ja. Und man merkt ja auch, ja, wie der Gegenüber dann reagiert. Ja? Wenn einer vielleicht einen gar nicht kennt, dann wird er vielleicht anders reagieren. Aber wenn es Leute sind von der Umgebung, bei der Arbeit zum Beispiel, die finden das dann auch cool. Ne? Genau. Ja. Es gibt aber auch Leute, die das irgendwie gar nicht cool finden. Also das habe ich auch zum Beispiel schon mal erlebt, dass mir dann gesagt wurde, das ist anbiedernd. Aber ich versuche das irgendwie nicht persönlich zu nehmen, weil das hat dann, glaube ich, meistens mehr mit den Leuten, die das sagen, zu tun, als mit mir selber. Also ich finde, ich versuche mich zu integrieren, ich versuche irgendwie mich anzupassen und das wertzuschätzen. Und wenn ich ein wohlwollendes Gegenüber habe, dann wird das auch wahrgenommen. Ja. Und wenn nicht, dann kann ich auch nichts machen. Absolut, das ist genau die Einstellung, die man haben muss. Ja. Vielleicht, was hat dich am Anfang so, also ich sage jetzt wirklich schockiert, weil es gibt ja teilweise Sachen, die schockieren. Mm. Oder was vermisst du aus Deutschland? Vielleicht die zwei Sachen. Ja, die Preise haben mich natürlich schockiert. wobei, da habe ich auch, war ich relativ schnell wieder abgestumpft. Also man gewöhnt sich wirklich an alles und da habe ich mich auch schnell dran gewöhnt. Und was ich vermisse aus Deutschland, also tatsächlich gar nicht so viel. Ich fühle mich hier wirklich schon sehr wohl. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es hier nicht so eine Kneipenkultur gibt. Das haben wir in Köln halt. Und das finde ich immer schön. Und dann geht man in die Kneipe und trinkt einen Kölsch. Und dann ist man halt schnell per Du, wie ich eben schon gesagt habe. Und hat einfach so Spaß an der Freude, sagen wir in Köln. Und den Karneval natürlich auch. Ja. Und das ist so ein bisschen das, was fehlt, aber jetzt nicht übermäßig. Vielleicht nochmal zu den Preisen, weil es interessiert nicht viele. Wo guckst du, wenn du im Restaurant bist, auf der Karte, mehr auf der rechten Seite oder auf der linken Seite? Was es zum Essen gibt oder was es kostet? Ja, es kommt immer drauf an, wo wir gerade im Monat sind und wie ich gerade mental irgendwie eingestellt bin. Manchmal bin ich im Sparmodus, dann gucke ich mehr auf die rechte Seite und manchmal bin ich so im Regalmodus und dann suche ich das aus, was ich möchte. Ja. Ja, viele Deutsche gucken natürlich lange auf die rechte Seite, was natürlich es kostet, und wählen dann aus, was sie essen. Ja. Das ist so das Typische. Und da haben wir auch einige Reels darüber gemacht. Ja. Okay. Und auch die Erfahrung zwischen den Leuten, die natürlich mit mir dann immer diese Videos machen etc., das ist ein ganz klarer Trend, dass es wirklich so ist. Ja. Gibt es noch vielleicht was anderes, was du total geil findest hier, was super funktioniert? Und egal, ob es administrativ ist, ich denke mal, klar, administrativ, klar, die Digitalisierung, das läuft gut, aber so die Arbeitsweise vielleicht noch bei der Arbeit, wie ihr arbeitet, gibt es da was Spezielles, was wirklich super ist? Ich gerade überlegen. Also ich glaube, es ist einfach so schon recht kollegial untereinander, dass man sich halt irgendwie immer versucht, gegenseitig zu helfen und so. Ja. Und das halt auch alles so sehr respektvoll. Also klar, manchmal gibt es Differenzen und dann äußert man das, aber es ist jetzt alles nicht auf Eskalationen angelegt. Ja. Also es ist alles immer so sehr, immer noch auf einer fairen Ebene. Das finde ich eigentlich schon gut. Und also generell in der Schweiz, also ich finde einfach, hier klappt alles einfach viel besser. So alleine irgendwie das mit den Zügen. Man kann sich total drauf verlassen. Total. Auch mit Behörden, also das klappt auch viel besser. Also
jeder, der hier hinzieht, muss zum Ausländeramt und da ist man nach 3 Minuten wieder raus. Mhm. Also das geht so zack, zack, zack. Und in Köln ist das zum Beispiel einfach nicht so. Da dauert es voll lange, braucht man schon sehr viel Geduld, um überhaupt einen Termin zu bekommen und so. Und hier ist es einfach super effizient und das finde ich super. Ich schätze sowas total. Ja. Vielleicht ein grundsätzlich auch ein anderes Thema, was oft gesprochen wird, die Migration und im Verhältnis mit der 10-Millionen-Schweiz. Du hast ja sicher auch in Bezug oder bei der Arbeit mit diesen Themen zu tun. Mhm. Was denkst du, wie es in Zukunft sein wird in der Schweiz? Einerseits mit der Migration, weil es ist ja schon sehr, sehr viel stark angelaufen seit jetzt 2 Jahren, 23, 24, wird auch wahrscheinlich noch ein Rekord. Und was denkst du, gibt es vielleicht eine Deckelung bei 10 Millionen? Oder wie sieht das aus? Brauchen wir wirklich die Fachkräfte in der Schweiz und müssen sie vom Ausland importieren? Oder ist es schwierig zu sagen? Boah, ich finde es total schwierig zu sagen. Also ich selber bin ja hier ein Migrant, muss man sagen. Und bin ja froh, dass ich hier bin und dass das gesetzlich möglich ist. So. Und deswegen wünsche ich natürlich jedem, der das auch gerne machen möchte, das auch und würde dann nicht sagen, nee, also ich darf hier sein, aber nach mir soll bitte keiner mehr kommen. Das wäre einfach, das ist ja total unfair. Ich habe aber auch gehört, dass mittlerweile so ein bisschen auch bei vielen, die halt eigentlich die Migration sehr befürwortet haben, lange so ein bisschen sich der Wind dreht, halt aufgrund von Dichtestress, das ist immer so das Stichwort, dass einfach alles viel zu voll ist. Und das finden viele Leute, glaube ich, nicht so cool. Und ich kann es auch irgendwie verstehen. So. Ja. Also wahrscheinlich würde es mich auch nerven, wenn ich irgendwie in der Stadt wohnen würde und die U-Bahn immer voll wäre und ich nie einen Platz im Restaurant bekomme und alles immer ausgebucht ist und so. Also das sind zwei Seiten und ich kann die andere Seite auch verstehen. Ja. Ja, aber ich hoffe, dass es jedem, der möchte und der halt auch arbeiten möchte, noch möglich ist, hier hinzukommen. Ja. Also, ich denke auch, wir sind schon so eine Generation, wenn du wirklich fachlich und eine gute Ausbildung hast, dass du einen Job finden wirst. Ja, es gibt auch sehr, sehr viele von der älteren Generation, die jetzt abtreten werden. Da gibt es viele Jobs, die offen wären. Auf der anderen Seite haben wir natürlich AI, das so ein bisschen reinspielt und viel absorbieren wird. Voll. Also es sind so verschiedene Themen, die eigentlich mit reinspielen. Ja? Total. Aber generell, finde ich, ist der Schweizer Arbeitsmarkt schon sehr offen. Ja. Also ich glaube, viel offener als in Deutschland. Also, dass man einfach leichter generell einen Job findet, dass man auch vielleicht ein bisschen branchenfremd einsteigen kann. Mhm. Und ich habe das Gefühl, in Deutschland brauchst du immer 10.000 Vorqualifikationen und musst dann genau in diesem Bereich Erfahrung haben, sonst klappt es nicht. Ja. Und das ist hier schon anders. Ja, Job finden, aber Job verlieren auch. Ja? Das stimmt, ja. Ja, das ist auch so, ja. Wenn man nicht performt, ja. Vielleicht, wenn du zurück in deine Heimat gehst, nach Köln, wie nehmen dich die Leute wieder auf? Komm, lad uns jetzt mal ein, die reiche Tante aus der Schweiz. Oder, oder was fragen die? Was ist so dieses Typische, was die fragen? Oder du warst jetzt 1,5 Jahren sicherlich ein, 2 Mal wieder zurück. Ja. Bist zurückgegangen? Oder wann kommst du zurück? Ja, die Frage kommt andauernd bei jedem Telefonat. Wann kommst du wieder? Das schon. Und was jetzt irgendwie auch, also meine Sprechweise hat sich so ein bisschen verändert. Ach, tatsächlich? Ja, ich habe letztens mit meiner Tante telefoniert und da meint sie so, ja, du klingst irgendwie schon so richtig schweizerisch. Einfach nur, also ich glaube, ich habe noch nicht mal einen Helvetismus gebraucht, sondern ich habe einfach nur, ich weiß gar nicht, was habe ich gesagt, also ich habe irgendwie die Tonlage, glaube ich, auf eine bestimmte Art und Weise irgendwie so angepasst und dann fand sie das schon auffällig. Ja. Oder ich sage irgendwie dann so Sachen wie, es hat keine Plätze mehr oder so. Mhm. Das würde man halt irgendwie auch nicht sagen. Also ich glaube, da fällt es dann auf. Und generell, also das mit dem Einladen oder so, die reicht, nee, das macht keiner. Nein. Okay, aber es ist ja schon, denke ich mal, auch ein Punkt, dass viele sagen, okay, ist ja nur zwischendurch und dann kommt sie, kommt ja sicherlich irgendwann mal wieder. Oder? Und vielleicht nach 3, 4 Jahren ändert sich dann der Gedanke und sagt, okay, sie ist anscheinend da zufrieden. Ja, ja, also generell freut sich jeder, dass ich mich so wohlfühle. Ja. Aber ja, also ich glaube schon, dass mein Umfeld das schon irgendwie wahrscheinlich auch erwartet, dass ich irgendwann zurückziehe. Aber ich kann es jetzt überhaupt nicht sagen. Ja. Also ich
Ich weiß es nicht. Ja, also du weißt es nicht. Deswegen wäre meine nächste Frage, willst du hier für die Zukunft bleiben oder sagst ihr, ja, für 5 bis 10 Jahre, dann gehen wir zurück, ja? Ja, also ich, dadurch, dass ich so schön finde und hier so schätze, glaube ich, natürlich kann man sagen, ich gehe in 5 bis 10 Jahren zurück, aber dann hat man diese ganzen Erfahrungen gemacht, sich an alles gewöhnt, daran gewöhnt, dass man einen See vor der Haustür hat, in dem man schwimmen kann, dass man im Winter Skifahren gehen kann, dass man überall tolle Natur hat, dass alles funktioniert, dass man ein gewisses Gehalt hat. Daran hat man sich gewöhnt und dann sagt man, okay, ich gehe zurück und dann senkt sich der Lebensstandard wieder massiv. Also ja, das ist, stelle ich mir schwierig vor. Ich habe es ja bei meinem Freund gesehen, der da echt Probleme mit hatte. Also weil er halt das alles so gewöhnt war. Und der einzige Grund ist dann halt wirklich die Familie und das Umfeld irgendwie, dass man das irgendwie vermisst und dann zurückgeht. Aber so von den Lebensumständen her. Ja, gibt es eigentlich keinen Grund. Gibt es keinen Grund, ja. Okay. Ja, wir haben heute ein wichtiges Thema nicht angesprochen. Das werden wir beim nächsten Video, wenn ihr fleißig kommentiert, mit Letizia besprechen, nämlich das Thema Lohn und Gehälter in der Schweiz. Ja, vielleicht machen wir verschiedene Vergleiche mit Deutschland, Schweiz für verschiedene Berufe. Das können wir mal vielleicht aber auch nächstes Mal dann machen. Sonst würde ich sagen, kannst du mir den Link teilen von deiner Kolumne. Ja. Den werden wir auch verlinken und folgt dir auf jeden Fall. Sie hat immer tolle Artikel, jede 2 Wochen, hast du gesagt, oder? Genau, alle 2 Wochen kommt die Kolumne raus. Ja. Sag mal Artikel oder Kolumne? Kolumne, oder? Ja, also Artikel ist der Überbegriff und Kolumne ist eine Textsorte einfach. Ja, genau. Ja, ja. Und da könnt ihr verfolgen, wie ihre Reise hier weitergeht in der Schweiz nach 1,5 Jahren. Und ja, Letizia, vielen Dank, dass du uns besucht hast hier. Ja. Und ich freue mich, wenn wir vielleicht in 2 Jahren nochmal treffen oder ein Interview machen und darüber nochmal sprechen. Ja. Da war es wieder das Ja. Das ist sehr schweizerisch. Okay. Ja. Also schön, dass ihr dabei gewesen seid. Kommentiert fleißig, gebt ein Like, wenn euch sowas gefällt. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.